Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da und wir spielen World of Tanks. Herzlich willkommen zurück zum neuen, geilsten Panzer des Tages. Und diesmal ist er wirklich neu. Das ist der P2640, der Stufe 4 Panzer im italienischen Baum. Die meisten haben es schon mitgekriegt, weil ich ja das Video vom Stufe 3 Panzer schon oben habe. Insofern, ja, Ära fährt jetzt Italiener und dieses Ding ist der Hammer. Also das ist absolut, ich habe mich verliebt. Es ist erschreckend, also was heißt erschreckend, aber es ist sehr auffällig, dass auf Stufe 4 verdammt viele geile Geräte durch die Gegend fahren. Also Hetzer, Lux, T28, Matilda. Auf Stufe 4 ist irgendwie schon so, siehe Clubber's Dream. Also da gibt es sehr, sehr viele Panzer, die da echt krass drauf sind, mit denen man lustige Sachen anstellen kann und so weiter. Also ich fahre jetzt den P2640. Den werde ich auch definitiv behalten. Ich finde ihn großartig. Ich habe damit total viel Spaß, weil er einfach von allem ein wenig was hat. Er hat Panzerung, die echt für die Stufe nicht schlecht ist. Er hat Mobilität, die notwendig ist. Er hat Gun Depression, das ist auch okay. Und er hat vor allem diese Kanone. Und zwar ist es eine Kanone, die auch HE verspritzen kann. Und zwar mit 70 Durchschlag und 175 Schaden. Das ist tatsächlich auf Stufe 4 ein guter Durchschlag, selbst für eine AP-Kanone. Mit AP hätte man 97. Deswegen, ich habe hier sehr viel HE drin. Ich schieße auch fast ausschließlich HE. Nachteil ist natürlich, die Mumpeln fliegen dementsprechend langsam. Es ist leider in dem Bereich ein kleines Defizit zu beobachten. Egal. Heute soll es darum gehen, was man mit dem für lustige Sachen machen kann. Wir sind in Steppen. Ich habe mich erstmal hier hinten hingestellt, dachte, ich könnte ein bisschen snipern. Wobei tatsächlich snipern mit der Kanone nicht der Traum ist und auch keine gute Idee, weil genau ist es nicht sonderlich und vor allem ist sie halt die Munition fliegt verdammt langsam durch die Landschaft und deswegen ist gerade mit Vorhalten und bewegende Ziele treffen, ist tatsächlich echt kompliziert. Shell Velocity, um es mal mit dem Fachbegriff zu formulieren, war. Nee, also nichtsdestotrotz, wir dübeln hier über Steppen, auf meiner Seite ist tatsächlich nichts. Entscheidend ist dabei dann immer rauszufinden, ob dem wirklich so ist, ob da wirklich nichts da ist oder ob man gerade in irgendeine Falle fährt oder in einen Hinterhalt. Aber ich habe den Eindruck, hier ist nichts. So, wir haben einen T28 mit dabei, wir haben einen PZ4D dabei. Und ja, der T28 macht das, was er am besten kann. Er hat eine geile Kanone, wunderbar geeignet, um Dinge wegzusnipern. Während ich... schade, ich wollte jetzt gerade groß angeben, aber das war jetzt gar nicht so besonders. Aber ich habe einen A20, das ist schön und ich verstecke mich erstmal wieder, weil erstmal offen. Ich mag jetzt aber nicht Feuer kriegen. Es steht 3-4. Das passiert das, was bei World of Tanks ganz oft passiert, diese Uhrengefechte. Auf der einen Flanke drücken die einen nach oben, auf der anderen drücken die anderen nach unten und dann dreht man sich wie in so einer Uhr um den Kreis und wer zuerst am Cap angekommen ist, hat gewonnen. Das passiert ganz oft. Also es ist ein bisschen seltsam. Deswegen ist es halt auch wichtig, nicht ewig zu warten, ob man jetzt da irgendwie eine Chance hat oder nicht. Oh, da ist ein Chefi. Guck mal. Wenn man schön zielt. Ehrlich jetzt. Ja gut, ich habe die Kette getroffen. Das war jetzt ein bisschen das Problem. So war besser. Dann macht's mal richtig. Baut's und dann ist er kaputt. So, und man muss diese Kanone tatsächlich zielen lassen, sonst wird das nichts. So, da. Oh, da sind meine Truppen tatsächlich schneller, meine Kollegen. Ja, aber wir haben jetzt schon 2 Kills. Was sehr anständig ist. Wie gesagt, diese Kanone ist tatsächlich, ich würde es schon fast ein bisschen frech nennen. Auf jeden Fall ist sie geil. So, ich habe mit dem Ding unheimlich viel Spaß. Und wichtig ist, wir dürfen jetzt nicht verpassen, immer wieder weiter zu drücken und immer weiter an den Feind ranzufahren, dass die gar nicht auf die Idee kommen, weiterzumachen. Boah, den dürfte normalerweise nicht überleben. Ja, dann müssen wir es halt mit dem Nachschuss machen. Den Archer nehme ich auch noch. Also diese Kanone ist rotzenfrech. Oh, eine Arti. Zielen bitte. Boah, daneben. Zielen bitte. Jetzt aber. Und das war Kill Nummer 5. Sehr gut. Ja, also. Das sind übrigens hier so die ersten Gefechte, die ich damit gefahren habe. Und da habe ich echt gedacht, Alter, ich bin im falschen Film. Also, wenn dieser italienische Baum so bleibt, dann ist es echt, frech. Also frech ist so das Wort, was mir einfällt. Das war der Moment, wo ich festgestellt habe, ich komme niemals mehr dort an. Da ist ein PZ38 NA gegen eine Stuck 3, ein Churchill 3. Dann brauche ich nie mehr hinfahren. Parke ich mich hier ab, hole mir noch ein paar Loser Points ab und dann wird die Sache gut durchgehen, denke ich. Das ist ja völlig in Ordnung. Da brauche ich jetzt nicht noch 8 Jahre lang da hin und her dübeln. Da siehst du, da kommt ein Churchill und macht Max Magic einfach raus. Ja, und das ist eins der ersten Gefechte gewesen. Natürlich
weitergefahren und ich habe natürlich noch ein paar mehr Gefechte. Und wir gucken direkt nochmal ein zweites an, weil auf einem Bein kann man ja bekanntermaßen nicht stehen. Jo, und unser zweites Replay führt uns mal direkt an die Mannerheimlinie. Also früher mal als Polargebiet bekannt. Und wir sind Haitier. Oh, und das sind die Momente, wo man sich in dieser Kiste tatsächlich schon so die Hände reibt und sagt, boah, das muss geil werden, das muss geil werden. Man legt sich dann selber auch so ein bisschen Druck auf. Das ist wie wenn ich im Hetzer Haitier bin, da muss auch was kommen, da will man auch was sehen. Wobei ich in letzter Zeit verdammt wenig Hetzer gefahren bin. Das fällt mir gerade so auf, während ich das hier kommentiere. Man muss mehr Hetzer fahren. Ah ja, NC, das war eine geile Idee. Kessel mir einfach in die Seite. Aber ich habe einfach auch keinen Bock, permanent für irgendwelche Pfeifen anzuhalten. Ich gebe es ehrlich zu. So, was haben wir hier? Wir haben zwei LTVZ38 und einen M1542. Das ist der Stufe 3 Italiener. Der ist tatsächlich auch gut, aber bei beiden nicht so lustig wie das Ding hier. So, Fakt ist, wir sind Mannerheimlinie. Ich mag mich nicht mit den Heavys rumprügeln, sondern ich mag erstmal hier so ein bisschen auf die Außenbahn fahren und ich bin Haitier. Das heißt, man spielt tatsächlich ein bisschen anders. Also wenn ich Haitier bin, dann möchte ich auch ein bisschen was sehen für mein Geld. Das erwarte ich tatsächlich auch, wenn ich mit anderen Haitier zusammenspiele als Lotier, erwarte ich, dass die dann auch mal sagen, okay, ich bin Haitier, ich muss auch mal die Führung übernehmen, es muss mal vorwärts gehen. Also pushen wir erstmal hier vorwärts, schauen mal, was da so kommt. Hier ist immer so ein heikler Moment, weil hier kann es passieren, das macht bing, 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 bing und ganz viele Gegner sind da. Und man kriegt den Frack voll. Mal schauen. So, ich bleibe erstmal hier stehen. Oh, und da ist ein IKV 72. Sehr gut. Das ist übrigens Lotier, ich habe keine, Na, noch beschissener kann man das Gefecht gar nicht eröffnen. Also, man kriegt vom IKV erstmal den Großteil der Hitpoints weggenommen. Und die Lage ist schon mal richtig ernst. So, das ist natürlich echt schade. Die Frage ist, wer hat mich gespottet? Wie hat er mich gespottet? Ja, und man hat halt ohne Lampe, ist halt auch schwierig. Aber da ist ein PZ-4A. Zack. Und diese Kanone. Hup. Meins. Ach, Alter. Das sind die Momente, wo man sich schon so fragt, wollen die einen verarschen oder... Also die Italiener tatsächlich bis jetzt, das ist schon, also wenig Grind, viel Spaß. PZ, guck mal, hier ein 3E mit einem One-Hit, 240 Schaden in einem Schuss. Ich würde mich schon ein bisschen verarscht vorkommen. So, na gut, egal. 38 NA. Nehme ich. Das ist ein bisschen Tontaubenschießen gerade, oder? So, zack, es steht auch schon 7-1. Wir haben 711 Schaden gemacht, 3 Kills auf der Uhr. Ja, was willst du noch mehr? Also, es ist schon, also ich könnte mich an dieses Fahrzeug tatsächlich schon so gewöhnen. Da ist ein DB2. DB2 ist tatsächlich ein Gegner, weil der hat keine schlechte Kanone, hat tatsächlich sowas wie Panzerung. Und ich habe leider keine Hitpoints mehr. Deswegen eimer ich gerade hier so rum. Das ist, ist schon so ein Stück weit Feigheit vor dem Feind. Ich habe Angst, dass dieser IKV noch da hinten steht und mich jetzt einfach spontan einfach aus dem Spiel schießt. Irgendwas schlug jetzt hier auch gerade ein. Irgendwas schießt hierher. Die Frage ist, was schießt hierher? Ich mag jetzt nicht hier rüberfahren. Ich würde ja gerne mal den Herrn Lux bitten, dass er jetzt mal gucken fährt, aber der traut sich ja wieder nicht. Das ist jetzt so ein bisschen Glücksspiel. Bloß wenn der IKV noch da ist, er ist noch im Spiel, wenn der jetzt da unten ist und mir auf den Frack haut, dann bin ich raus. Aber ich bin gerade dabei, hier so ein geiles Spiel einfach aufzugeben. Das liegt mir ja dann auch nicht. Das will ich ja dann ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Aber keiner fährt. Keiner fährt. Jetzt, Lux, komm! Jetzt! Gib ihm! Ah, Lux, fahr! Lux! Dort ist der IKV. So, das ist der Moment, wo der IKV aufgeht. Und da weiß ich, er ist nicht mehr da und ich kann losfahren. Ja, klingt blöd, ist aber tatsächlich so. Ich habe gedacht, der steht immer noch hier unten und ich lasse mich hier nicht sinnlos vom IKV abfahren. Insofern, jetzt müssen wir loslegen. Jetzt sind wir leider schon ein Stück weit raus. Da ist ein PZ1C. Da können wir dem nochmal eine geben. Dachte ich. Nehme ich. Merkt ihr was? Das Ding ist schon echt gemein. Stell dir mal vor, wir wären gleich weitergefahren, was hier los gewesen wäre. Jetzt kommen wir leider. Hey, Cap. Ich weiß nicht, warum die jetzt hier unbedingt cappen wollen, aber bei 10-4 ist mit Cap jetzt nicht mehr so notwendig. Da muss nicht mehr viel passieren. Das sind tatsächlich hier mit die ersten Gefechte, die ich gefahren bin hier. Und guck mal, jetzt.
Willkommen im Schlaraffenland. Ja, ich habe mal nicht gezielt. Ich dachte, das geht so. War eine scheiß Idee. Und jetzt schieße ich noch in die Erde. Na klar. Jetzt aber. So. Kill. Na, Meister IKV, kriege ich auf dich noch eine Rache? Das wäre doch schön. Oder Mother ist auch schön. Nee, Mother ist schon raus. Ach, Mann. Ja, ich hätte gern noch einen Kill, meine Freunde. Oh, DB2. Oh, der schießt mich. Nehme ich. Haha, Top Gun. So. Und das waren die ersten Gefechte auf Stufe 4282 Schaden. Und Krieger, das kann man machen, finde ich. Tatsächlich cool. Klar, wir waren Top-Tier und wir haben kleine arme Robben verprügelt. Aber wir gucken uns hier mal die Auswertung an. Jo. So sieht's aus, die Lage der Nation. Das hat nicht fürs Panzer ausgereicht. Gut, wir haben viele Dreier rausgeschossen, sondern nur ein Überlegenheitsabzeichen erster Klasse. Bruiser, ja, ein paar kleine Medaillen. So, zwei Anleihen, weil Großkaliber und Krieger. Sehr schön. Also war ein schöner Sieg, kann man jetzt nichts sagen. In der Teamauswertung 1200 Schaden, der Rest kommt dann unter ferner Liefen. Ja, das war also alles in allem ziemlich cool. Traurig finde ich, wo ist er denn? Hier. Der Lux, 29 Schaden. Jung, da muss man irgendwann auch mal losfahren. Also das ist tatsächlich mit dem Lux, hier in dem Gefecht musst du einfach König sein. Also da muss einfach der Punk abgehen. So viele Opfer. Ja gut, 13 Schuss, 11 Treffer, 9 Durchschläge, 1200 Schaden. Zweimal gesplasht tatsächlich, 21.000 Credits, 1200 EP. Das ist übrigens ohne Doppel, das ist einfach normal. Also alles in allem, brauchen wir nicht reden. Ich liebe diesen Panzer, er kommt nicht weg. Es ist... Ja, auf Stufe 4 komischerweise verliebe ich mich ganz schnell in ganz viele Panzer. Da gibt es, wie gesagt, Lux Hetzer und jetzt eben auch diesen P2640. Also ein großartiges Gerät, macht unheimlich viel Spaß, habe ich extrem viel Spaß dran. Das waren die ersten Gefechte und der kommt jetzt garantiert sehr oft auf diesen Kanal, weil ich den sehr gerne fahre und vor allem, weil er wirklich fast in jedem Gefecht irgend sowas produziert. Das ist der Knaller. Also wer das noch nicht hat, der italienische Baum, keine Ahnung, ob man den komplett haben muss, aber das Ding muss man haben, einfach für den kleinen Spaß zwischendurch. Ich hoffe, euch hat es jetzt gefallen. Wenn dem so ist, abonniert den Kanal. Aber das macht ihr, die hier da seid, habt wahrscheinlich schon abonniert. Ich habe ja eh bloß 10 Zuschauer. Also, ihr 10, danke, dass ihr da seid. Da lohnt es sich wenigstens, den Kram zu machen. Ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, der Ära.